Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Ja, wie es einige schon mitbekommen haben auf Instagram, ich habe einen wunderschönen Stellplatz und sitze schon seit ein paar Tagen oder lebe schon ein paar Tagen im Peppino. Und zwar mit wunderbarem Ausblick. Ich stehe vor unserem Haus. Warum bin ich jetzt im Peppino und nicht im Haus, wenn ich doch noch nicht losfahre? Ja, das hat einfach den Grund, ich habe letztes Wochenende gepackt und wollte eigentlich jemanden besuchen und da kam dann aber was leider dazwischen und dann musste ich umswitchen. Und dann hatte ich einen anderen Plan gehabt und wollte also in den Norden dann fahren und wollte dort auch eine gute Bekannte besuchen, aber leider hat das Wetter einen derartigen Strich durch die Rechnung gemacht, so einen richtig dicken, fetten. Es war nicht möglich, also hier irgendwie wegzukommen und loszufahren. Also es war grauenhaft, das Wetter in den letzten Tagen, wirklich. Es war einfach nicht möglich, loszufahren, weil das war so ein schlechtes Wetter und ich bin, weiß Gott, wirklich nicht wetterempfindlich, aber wirklich, bei Sturm und Regen, der Regen, es hat quer geregnet, wirklich, es war so, wie bei euch wahrscheinlich alle, ihr habt ja alle wahrscheinlich schlechtes Wetter gehabt. Es war einfach nicht möglich, irgendwo mit dem Wohnmobil hinzufahren. Was soll man da? Und das geht überhaupt nicht mit dem Hund raus. Und hier kann er mal auch in den Garten gehen. Also von daher, das ging einfach nicht. Naja, dann habe ich immer so von Tag zu Tag gehofft und jeden Abend extra noch spät gewartet, bis sich die neue Wettervorhersage für die nächsten Tage gibt. Aber es ging einfach nicht. Ja, und dann hatte ich keine Lust gehabt, irgendwie nochmal alles raus und reinzuräumen und dann um eine Woche später nochmal anzufangen. Also da dachte ich, nee, das mache ich nicht. Und da ich sowieso im Wohnmobil wirklich besser schlafe als zu Hause, das ist tatsächlich so, selbst wenn ich vor der Tür schlafe, es ist komisch, aber es ist so. Ja, habe ich dann auch gleich hier genächtigt und bin jetzt schon seit 4 Tagen hier im Mobil und warte, dass ich losfahren kann. Jetzt war heute das Wetter den ersten Tag. Also besser, es hat mal die Sonne geschienen und es gab auch heute mal eine ganze Zeit also Regenlücken und war wunderbar. Also aber es hat sich nicht gelohnt, jetzt heute loszufahren, weil morgen kommt noch mal ein richtiger doller Regentag und danach soll es besser werden. Es soll zwar schneien am Wochenende, das ist mir dann aber egal. Schnee macht mir nichts, ist nicht schlimm. Und dann werde ich wahrscheinlich am Samstag langsam los tigern. Und werde dann in Richtung Norden fahren, also nach Richtung Usedom, ein paar Stellplätze abklappern. Ich hoffe, dass ich ein paar finde, die offen haben. Das ist ja auch noch das Problem. Also die Stellplätze, die einem manchmal so auch gefallen würden, haben alle zu. Also haben immer im Winter nicht offen und das lohnt sich wahrscheinlich für die nicht. Und dann machen die das nicht. Und das kommt dann eben auch noch dazu, dass es wirklich schwierig ist, dann auch irgendwo ein paar Stellplätze zu finden. Überhaupt oben irgendwo an der Ostsee im Winter Stellplätze zu finden, ist gar nicht so einfach, die dann auch irgendwo, sagen wir mal so, ein bisschen schön gelegen sind oder wie auch immer. Also es ist echt nicht einfach, im Winter Stellplätze zu bekommen. Und aber ich habe mir jetzt so ein bisschen was ausgeguckt und da würde ich gerne hinfahren und dann fahre ich nach Albeck. Wir müssen sowieso in unsere Ferienwohnung und verbinde das also praktisch dann sozusagen. So, jetzt kommt aber ein Video von Michael. Und zwar, in dem Video geht es um den Wechselrichter. Wir haben ja einen Wechselrichter. Michael hat einen Wechselrichter gekauft, weil ich doch das so gerne haben wollte. Damit ich auch unabhängig bin, mal, dass ich mir mal notfalls irgendwo unterwegs die Haare waschen kann. Und nicht unbedingt wegen meinen Haare waschen auf dem Campingplatz muss. Und dann hat er das eingebaut und das war eine ganz schöne Tüftelarbeit gewesen auch, weil es nicht so einfach war, wo macht man das Teil hin und so wie er es wollte, ging es nicht, aber es erzählt er euch gleich im Video. Und dann gibt es noch ein paar Worte zu dem Thema Wassertank. Michael hat sich da mal ein bisschen schlau gemacht und macht das jetzt anders als wir es vorher gemacht haben. Und er hat sich das auch von einem YouTuber, von einem Kanal angesehen. Das versuche ich unten zu verlinken. Das letzte Mal konnte ich komischerweise irgendwie das Video nicht verlinken. Keine Ahnung. Ja,
Er hat nur eins gemacht, Michael. Er hat euch ein Produkt zeigen wollen und hat dann aber immer auf den Tisch gezeigt und der Tisch war nicht zu sehen. Also das, was auf dem Tisch stand, war nicht zu sehen. Deswegen zeige ich euch jetzt das Produkt hier nochmal, damit ihr auch ungefähr seht, wie groß das ist. Wenn man das irgendwie fotografiert, kommt das ja irgendwie immer nicht so rüber. Also das ist dieses Produkt. Ich will auch gar nichts groß dazu sagen. Das soll euch der Michael dann alles nachher erklären. Und ja, das sind die beiden Themen. Wassertank und Wechselrichter. Viel Spaß beim Video. Und das nächste Video kommt dann auch in Kürze und da geht es dann um den Einbau des Einbruchschutzes für die Fahrertür. Ja, das hat Michael auch noch gemacht und das war richtig twiggy. Also da habe ich ihn bewundert, dass er so viel Geduld hat. Die hätte ich nicht. Also nicht in dem Bereich. Ich habe in anderen Sachen Geduld, aber mit so Fummelarbeiten überhaupt nicht. Also das war nicht so ohne gewesen, es war ganz schön schwierig und das ist dann im nächsten Video. Bis dahin verabschiede ich mich. Ich hoffe, ich kann jetzt endlich losfahren am Wochenende und dann sehen wir uns irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen auf diesem Kanal, wenn ihr möchtet. Bis dahin, liebe Grüße, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss. Hallo geneigte Living and Travel Zuschauer. Ich melde mich jetzt mal als Solist, wird ja zur Gewohnheit, ist schon das zweite Mal. Ein ganz kurzes Update, was ich noch an dem Auto jetzt machen möchte. Das ist einmal unsere Trinkwasserdesinfektion und dann auf vielfachen Wunsch meiner Gattin einen Wechselrichter einzubauen, damit wir unsere Haare schön machen können. Das heißt, sie mehr als ich offensichtlich, weil einen Föhn habe ich das letzte Mal benutzt, um Handy zu reparieren. So, also was ich jetzt machen werde, ist meinen Trinkwassertank und die Leitung desinfizieren. Und da möchte ich euch verweisen auf einen sehr schönen Beitrag bei Womoblog. Claudia wird euch das verlinken, weil böhmische Dörfer für mich. Und bin durch Zufall darauf gestoßen. Und Womoblog, der Betreiber dieses Blogs, führt ein Interview mit einem Wasserbauingenieur, der für 3 Trinkwassertalsperren in Nordrhein-Westfalen zuständig war. Ich glaube, jetzt ist er in Rente oder so, wenn ich das richtig verstanden habe, ist aber auch egal. Der Mann weiß auf jeden Fall, was er redet. Und er gibt ganz klar, bringt zum Ausdruck, unser Trinkwasser in Europa ist, was, wie der Name sagt, Trinkwasser. Da ist nichts Schlechtes drin. Im Gegenteil, es ist besser als die meisten Mineralwasser, die du für teures Geld kaufen kannst. Er lacht sich da auch kaputt. Er sagt, das ist 1000-mal teurer, so ein Mineralwasser, als das, was aus der Leitung kommt. Und es ist noch nicht mal so rein. Die Kontrollen sind bei Mineralwasser wesentlich lascher als beim Trinkwasser. So, und dieses reine, gute Wasser füllen wir in unsere Tanks und in unsere Leitung. Da ist schon mal die Frage, warum sollten wir davon krank werden? Jetzt bildet sich aber mit der Zeit so unvermeidbar ein Biofilm da drin. Selbst wenn, wie bei uns, das Ding ständig gespült, neues Wasser, irgendwann. So, und um das zu vermeiden, macht er das, dass er einmal im Jahr seinen Tank und seine Anlage mit Chlor desinfiziert. Ich werde es zweimal machen, jetzt im Januar, dann nochmal im Juli, so immer im 6-monatigen Abstand. Nur um ganz sicher zu sein. Jetzt werden einige anfangen zu schreien, Chlor, 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 Chemie. Das hört sich schlimm an, ist es aber nicht. Er beschreibt das auch sehr gut, wo er sagt, dann von dem Chlor, nach ein paar Tagen ist nichts mehr da. Da bleibt nur noch Salz über und das spült sich auch aus. Und wenn du diese Grunddesinfektion gemacht hast, gibt es keinen Grund, warum sich da sofort wieder ein Biofilm bilden sollte. Wenn du das ein, zweimal im Jahr machst, hast du ein sauberes System. Weil, wie gesagt, unser Trinkwasser ist von hervorragender Qualität, nicht nur in Deutschland, sondern im Rest von Europa auch. Und ich bin persönlich der Meinung, wir haben uns alle oder lassen uns alle viel zu viel verrückt machen von den Einflüsterungen der Industrie mit von wegen, ja, Keime hier, Keime da. Ich glaube, wenn ich das mache, dass wir sicher sind, ich würde es nicht machen, wenn ich Bedenken hätte, dass wir davon krank werden, glaube ich beim besten Willen nicht. Und ich habe mir jetzt hier, das ist
Chlordesinfektion für einen Pool. Was Kleineres habe ich nicht gefunden. Und das ist ein Granulat. Da steht dann drauf, ja, für 10.000 Liter Wasser brauchst du 150 bis 200 Gramm. Das heißt, bei meinem 100-Liter-Tank 1,5 bis 2 Gramm, also pro Jahr 3 bis 4 Gramm. Das heißt, das Ding hält länger als das Auto. Hat 19 Euro gekostet. Wenn ich dran denke, was mich der ganze andere Klimbim gekostet hat über die Jahre, ist das ein Schnäppchen. Und dann kommt auch sonst nichts mehr in diesen Tank. Weil ich glaube, dass wir auf der sicheren Seite sind. Und sich da auch, wenn jemand natürlich Wasser auffüllt und das Auto ein halbes Jahr stehen lässt, das ist ganz was anderes. Aber das ist bei uns nicht der Fall. Wenn das Auto steht, dann ist das Wasser abgelassen. Und wenn wir fahren, wird aufgefüllt. Und solange wir unterwegs sind, wird dieses Wasser benutzt. Alle zwei Tage müssen wir nachfüllen, weil bei uns wird geduscht im Auto. Bei uns wird gekocht, gemacht, getan. Also kein stehendes Wasser. Und ich bin der festen Meinung, kein Problem. Das machen wir jetzt. Ich habe mir hier eine Lösung gemacht. Dieses Granulat musst du vorher auflösen. Und das kippe ich jetzt in den Tank, fülle meinen Tank auf. Komplett. Lass das Zeug dann stehen, solange wie ich hier den Sitz ausbaue und mir alles frei mache für unseren Wechselrichter. Und dann werde ich die Leitung damit spülen, lass das wieder stehen, bis der Wechselrichter dran ist. Und dann werde ich das komplett ablassen in den Abwassertank. Da kann es dann bis morgen drin stehen bleiben. Dann wird der Abwassertank abgelassen und die Leitung einmal mit Frischwasser gespült. Dann werde ich hier alles trocken machen, die Leitung durchpusten, damit uns nicht wieder die Kartuschen auffrieren, weil das Auto steht ja jetzt wieder einen Augenblick. Und dann sind wir bis zum Sommer, mindestens bis zum Sommer auf der sicheren Seite. Dann fange ich mal an. Ciao. Ich habe meine Baustelle hier mit meinem Inverter und den Kabeln. Und musste feststellen, es ist nicht ganz so einfach, wie ich mir das geträumt hatte, nämlich einfach den Inverter hier hinter dem Sitz festzumachen, kurze Kabel direkt an die Batterie, geht nicht, passt nicht, der Regler steht zu weit vor, der Inverter würde dann die Klappe versperren und die brauchen wir. Also habe ich den jetzt unter dem Beifahrersitz festgemacht und mein Problem ist jetzt, die Kabel von der Batterie darüber zu kriegen, ohne dass sie oben entlang laufen. Ich habe schon mal geguckt, ob ich das hier im Podest irgendwie machen kann. Aber gell, da ist auch mein Lehrling. Der wird mir zeigen, wie es geht. Ich habe jetzt nach zig Versuchen mit dem Podest habe ich das sein lassen. Was meinst du mit dem Podest? Naja, ich habe alle Schrauben da rausgemacht, habe gedacht, ich kriege das Podest rausgehoben, aber das geht nicht. Das ist irgendwo anders noch fest und ich habe also du meinst diese Stufe hier? Ja, das Podest, das komplette Teil muss ich rausmachen. So. Aber das, da muss wahrscheinlich hier diese Seitenwand auch noch ab, weil das ist da drunter, also das ist ein riesen Aufwand. So, und während ich da zugange war, habe ich mal geguckt, weil wir hatten ja am Anfang, wo wir das Auto hatten, beanstandet, dass dieses Ding sich hier durchbiegt. Und, genau, ja, stimmt. Ja. Komm mal raus, Schatzi, komm. Da habe ich gedacht, wie haben die eigentlich das damals gemacht? Die haben noch nie im Leben dieses Podest ausgebaut und so ist es auch. Die haben einfach diese Isolierung hier rausgezogen. Dabei, also ich habe das nicht kaputt gemacht, das war schon kaputt, das war von denen. Und dann ist hier unten ein Hohlraum. Und da sind auch unsere Holzklötzchen drin, die sie drunter gelegt haben, damit sich das Ding hier wie nicht... Wie wir es vermutet hatten, ne? Ja, ja, wir hatten ja gesagt, die haben bestimmt da nur einfach Holzklötz drunter das gelegt. Das ist es, ja. Das sind einfach nur Holzklötzchen, die sie hier drunter geschoben haben. So, und hier ist natürlich, hier ist jetzt Platz. Ich nehme an, dass ich meine Kabel hier durchgelegt kriege, hier rüber. Das müsste klappen. Ich muss mir nur neue bestellen, weil ich hatte mir 1 Meter lange bestellt und die reichen natürlich jetzt nicht. Ich werde 2 Meter bestellen, die anderen gehen zurück. Und wieso reichen die nicht? Das ist doch nicht weit bis da drüben hin. Wo müssen die denn ran? Du musst hier runter, unten durch, da hoch und dann auf die andere Seite. Ach so, okay. Also da gibt es auch noch, glaube ich, 1,50 Meter. Aber bevor wir nachher 5 cm fehlen, bestelle ich jetzt 2 Meter. Aber wenn du zu viel hast, wo willst du damit hin? Das kann ich hier unten an dem Sitz, kann ich das in Schlaufen legen und dann ist gut. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem.
Zu lang dürfen sie sein, zu kurz natürlich nicht. Also ich baue jetzt den Sitz wieder ein, mache das Podest wieder fest, baue das jetzt so weit wieder zusammen, bis ich meine Kabel habe, weil ich muss ja morgen weg zur Arbeit, komme dann erst in 2 Wochen wieder. Und so lange können wir das Auto natürlich so nicht stehen lassen. Und ich baue das jetzt wieder zusammen und dann kann meine Frau auch mitfahren, wenn sie möchte. So, liebe Living und Travel Zuschauer, heute soll es jetzt endlich soweit sein, dass ich den Wechselrichter anschließe. Ich musste das Ganze nochmal verschieben, weil das erste Kabel, was ich mir bestellt hatte, mit 1 Meter war leider zu kurz. Ich hatte ja original vor, den Wechselrichter direkt hinter dem Fahrersitz anzubauen, aber das ging ja jetzt nicht. Jetzt habe ich ihn unter dem Beifahrersitz drinne. Hinten mit 2 Schrauben und dann nochmal mit 2 Gurten festgemacht, weil ich nicht so viel bohren will hier in dem Boden und so weiter. Falls wir das Auto doch nochmal verkaufen, dass nicht ganz so viel kaputt ist. Aber das hält bombenfest, das kann ich euch dann mal zeigen. Und musste mir jetzt halt längere Kabel bestellen, 2 Meter lange, 35 Quadratmillimeter Kabel, 200 Ampere Sicherung dran. Da muss ich mir dann nochmal eine bestellen als Ersatz. Falls sie durchmacht, aber 200 Ampere, da muss sie schon mächtig schief laufen, bis die durch ist. Ausbauen muss ich nur diesen Sitz, der kann drinnen bleiben hier, das geht. Und wie man den Sitz ausbaut, hatte ich euch auch schon gezeigt, wo, als ich die Aufbaubatterie ausgetauscht habe. Das ist also ziemlich einfach. Ich mache den jetzt raus und dann gucke ich, wie ich meine Kabel am besten verlege. Also im Moment schaut so aus, dass es tatsächlich unter diesem Podest entlang, dass ich da die Kabel legen kann. Das wäre natürlich perfekt, weil dann liegt außen nichts rum und ich muss auch wiederum keine Löcher bohren und nichts. Und darauf kommt es mir halt am meisten an, dass ich hier so wenig wie möglich kaputt mache dabei. Jetzt hoffen wir mal, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann zeige ich euch mal jetzt, wie es weitergeht. So, also hier sieht man den Wechselrichter unter dem Beifahrersitz. Ich habe den mit 2 Gurten festgemacht und hinten mit 2 Schrauben. Ich wollte hier nicht bohren und nichts. Ich will so wenig wie möglich kaputt machen an dem Auto. Falls wir das doch mal irgendwann verkaufen, sollte der so gut wie im Originalzustand sein. Aber das ist bombenfest hier, da muss ich mir keine Gedanken machen. Und ja, dieser Wechselrichter, den habe ich mir geholt, weil er schon einen eingebauten Regler für Solarpanel hat. Das heißt, ich brauche hier nur meine Solarpanel anzustecken und sonst nichts mehr. Und kann dann damit meine Aufbaubatterie aufladen. Der hat 2000 Watt, das heißt, es reicht völlig aus für einen Haartrockner. Darum geht es hier hauptsächlich, so weniger für mich, mehr für meine Herzensdame. Und das Radwechselwerkzeug musste ich halt dazu ausbauen, weil diese Kiste, weil den Platz brauche ich ja offensichtlich. Und ich weiß auch nicht wirklich, was ich mit Radwechselwerkzeug soll, weil ich habe noch nicht mal ein Ersatzrad. Aber wahrscheinlich werde ich es doch irgendwo verstauen. So, und die Kabel, die versuche ich jetzt hier an dem Sitz entlang und dann unter dem Podest hier entlang zu verlegen zur anderen Seite, wo meine Batterie ist. Das müsste rein theoretisch klappen. Aber mit Theorie und Praxis habe ich hier schon ein paar üble Erfahrungen gemacht mit meiner Bastelei. Also ich hoffe einfach jetzt mal, dass das so hinhaut. Und wie man sieht, ist das hier schon ganz schön mitgenommen. Aber das war von unserer, unseren Spezialisten aus unserer ersten Werkstatt, wo wir immer hin mussten, dazu wegen den Beanstandungen und weil das Ding hier sich so durchbiegt. Das war eine Beanstandung, die wir hatten und dann war dann alles okay und dann habe ich schon zu Claudia gesagt, die haben da garantiert nur einen Holzklotz dran gelegt, die haben nie hier irgendwas ausgebaut und so ist es auch. Und bei diesem Hin und Her ist das Ding hier kaputt gegangen. Aber gut, sei es drum. Ich meine, damit kann ich leben, das sieht kein Mensch, das ist okay. So, also das mit meinen Kabeln hat dann doch geklappt. Diesmal hat die Theorie und die Wirklichkeit haben sie übereingestimmt. Ich konnte die hier entlang legen unter dem Podest, komme hier wieder hoch und gehen vorne an meinen Wechselrichter. Und jetzt gehe ich mal gucken,
dass ich noch irgendwo sowas zum Unterlegen habe für das Podest wieder, weil das Plätzchen ist natürlich weg jetzt, das, wer weiß, wo das rumfliegt. Und mache da auch was drunter, damit es sich nicht so durchbiegt. Und dann kommen wir zum Anschließen. So, die Kabel sind angeschlossen. Da muss ich nur noch für die Isolierkappen so einen Zugang schneiden für die Kabel, weil durch die Hülse durchstecken kannst du die nicht mehr. Da ist kein Platz. Geht hier unten wunderbar entlang und kommt hier an meinem Wechselrichter an. So, jetzt machen wir die Probe aufs Exempel, nämlich den Haartrockner. Der muss funktionieren. 3, 2, 1. Na, da kann ich mich ja wieder steilen. Wunderbar. So, dann fangen wir mal an. Dann bauen wir mal das Ganze hier wieder zusammen. Und dann muss ich da noch für den Zugang schneiden aus der Verkleidung. Aber das kriegen wir auch noch hin.